Willkommen, ein herzliches Hallo zur heutigen Veranstaltung Do-It-Yourself Streaming. Mein Name ist Elena Steusser, ich bin die Büroleitung der IG KIK und heute werde ich diese Veranstaltung moderieren. Potrolieni in do prodošlina današnjem dogodku Do-It-Yourself Streaming. Ime mi je Elena Steusser, sem vodja pisarne IG KIK in danes bom vodila dogodek. IG KIK je interesna skupnost kulturnih inicijativ na Koroškem. Glavna naloga IG KIK je izboljšava delovnih pogojev za svobodno, sodobno in avtonomno kulturno delovanje. Po nalogu kulturnih inicijativ zastopa kulturno-politične interese letih in jim svetuje. Die zentrale Aufgabe der IG KIK, der Interessensgemeinschaft für Kulturinitiativen in Kärnten-Koroška, liegt in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die freien und zeitgenössischen Kulturinitiativen. Dazu zählen unter anderem das Angebot von Workshops und Weiterbildungen wie das Webinar hier heute. Es ist das zweite Webinar in unserer Reihe Kulturinitiativen im digitalen Raum. Letzte Woche haben wir uns dem Podcast gewidmet und heute geht es mit Videoformaten weiter. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe wird es insgesamt drei Webinare geben, wo wir uns der digitalen Kulturarbeit widmen. Und im Herbst ist auch noch eine Podiumsdiskussion geplant. Wir wollen euch damit das Know-how vermitteln, wie der Einstieg in die digitale Kulturarbeit machbar ist und euch auch zeigen, wie leicht das möglich ist und mit wie wenigen Mitteln und vor allem mit wie wenig finanziellen Mitteln es auch durchaus schon möglich ist, hier gute und professionelle Projekte umzusetzen. Unsere Motivation für diese Veranstaltungsreihe war unter anderem auch eine Reihe an speziellen Förderausschreibungen, die sich an digitale Kulturarbeit richtet. Da gibt es das Neustart-Kulturpaket vom Bundesministerium für Kunst und Kultur, die Fördermaßnahmen für digitale Investitionen anbieten. Das heißt, die Einreichfrist der 1. August, die wurde verlängert. Und es gibt aktuell auch noch den Call 2021 Kunst und Kultur im digitalen Raum mit der Einreichfrist 31. Juli. Alle Informationen zu den Ausschreibungen und zu den Veranstaltungen unserer Reihe Kulturinitiativen im digitalen Raum findet ihr auf igkik.at. Wir haben mit der IG Kultur und insbesondere mit Günther Schütter auch einen wunderbaren Kooperationspartner gewinnen können, der sich seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt und uns heute einführen wird in das Streaming und in digitale Videoformate. Bevor wir damit aber beginnen, möchte ich jetzt noch kurz ein paar Hinweise zum Ablauf und zur Technik geben. Dieses Webinar heute wird aufgezeichnet, deswegen sind eure Videos, eure Kameras und eure Mikrofone von uns deaktiviert worden. Ihr seid auch ganz herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, das könnt ihr im Chat machen oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr das auch direkt an mich senden und ich werde das dann anonym vortragen bzw. an Günther weiterleiten. Alles, was wir heute nicht hier beantworten können, versuchen wir dann aber im Nachhinein herauszufinden und im Skript einzuarbeiten, das ihr dann im Nachhinein von uns zur Verfügung gestellt bekommt. Genauso wie das Video von der Veranstaltung heute und die gezeigten Folien. Das bekommt ihr alles im Nachhinein per Mail von uns. Ja, und nun möchte ich sehr herzlich an Günther übergeben, Günther Schütter von der IG Kultur. Herzlichen Dank schon einmal vorweg. Bitte. Herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich, so wie das letzte Mal, wieder gut hören. Und ich hoffe, ihr könnt mich auch gut sehen. Ich habe ein paar abkühlende Hintergrundbilder jeweils verwendet, damit man die Webinare, die wir immer per größter Hitze machen, super verkraften könnt und dass ihr hoffentlich bis zum Schluss dabei bleibt. Und ich würde mich auch sehr freuen,
wenn sich jeder einbringt, ein paar Fragen stellt. Und wie gesagt, es gibt sicher keine blöden Fragen. Also man soll einfach jede Frage stellen. Wir haben alle bei Null angefangen und es ist super. Man kann am besten mit Learning by Doing etwas lernen. Ich freue mich, dass wieder so viele Leute dabei sind. Wir haben letzte Woche schon ein super Feedback bekommen, wo wir über das Podcasten geredet haben, das sich herausbringt. Und ihr könnt uns auch nach dem Webinar ohne Probleme jederzeit immer wieder Fragen stellen. Ich leite auch gerne an unsere Gäste weiter, die teilweise natürlich noch viel, viel professioneller als wir mit der Materie vertraut sind und die euch genauestens erklären können, was eure Fragen dann sind, beziehungsweise was ihr für Anliegen habt. Ich kann euch hier nur zeigen, dass ich mich live im digitalen Raum befinde und wie einfach es ist, mit einer Kamera, ein bisschen Licht und ein bisschen einer Software und mit ein paar Gratis-Videos aus dem Web wirklich super Szenen zu schaffen, super Hintergründe zu schaffen, so dass es wirklich so ausschaut, dass wie wenn ihr da drinnen sitzen würdet, so ein bisschen wie ja, wenn sich wer an den Film Tron aus den 80ern erinnern kann. Wir sind selbst keine 100% Profis, das heißt, wir machen das nicht hauptberuflich, sondern wir haben uns auch mit der Materie seit Jahren, wie gesagt, schon auseinandergesetzt. Und wir wollen euch heute ein Grundwissen mitgeben, wie ihr jederzeit streamen könnt, was ihr für Inhalte streamen könnt, welche Plattformen das es gibt. Dann gibt es ein paar rechtliche Hinweise und dann gibt es natürlich jede Menge wunderbarer Gäste. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Obmann der IG Kultur Burgenland. Ich bin freischaffender Kulturmanager und beschäftige mich in erster Linie mit Digitalisierung, Marketing und Brandmanagement, nicht nur im Kulturbereich, sondern ich arbeite auch viel für EPUs. Und da ich ja so viel Zeit habe, bin ich berufsbegleitend seit Corona WU-Student und mache da gerade ein Studium im Bereich Marketing und Sales fertig. Zu unseren heutigen Gästen. Mein Name ist Günther Schütter, das habt ihr schon gehört. Wir haben als Gäste dabei den Sebastian Brauneis vom Studio Brauneis. Der ist Regisseur und hat im vorigen Jahr mit namhaften Schauspielern wie zum Beispiel Nikolaus Ovčarek ein Virtual Reality Theaterstück umgesetzt, über das er uns dann nachher natürlich einiges erzählen wird. Und dann kommen noch Konstantin Flasic, Tibra Untner und Ralf Darabosch, die das Festival Grenzenlos Lesen, ein analoges Literaturfestival, digital umgesetzt haben. Also heute geht es, wie gesagt, um Streamen und da darf ich euch gleich mal die Definition weitergeben. Also die wörtliche Übersetzung ist das Fließen oder das Strömen von Medien. Also Streaming bezeichnet die gleichzeitige Übertragung und Wiedergabe von Video- und Audiodaten über ein Rechnernetz. Den Vorgang der Datenübertragung nennt man selbst Streaming. Gestreamte Programme werden als Livestream oder nur als Stream bezeichnet. Warum sollt ihr streamen? Seit Corona und seit dem März 2020 gibt es immer wieder viele Grundsatzdiskussionen. Ist Streamen für den Kulturbereich, für den Theaterbereich, ist es eine Chance oder ist es ein Risiko? Also die vielen Gespräche, die ich in den letzten Wochen geführt habe, da sind wir zum Schluss gekommen, dass es eine wunderbare Ergänzung ist. Es ist sicher keine Konkurrenz zum analogen Theater, weil das Theaterfeeling, das kann man im Wohnzimmer einfach nicht kriegen, das kriegt man nur im Theater, das kann man nur live haben. Aber es eignet sich halt wunderbar, dass man dokumentieren kann, dass man mit Sicherheit neue Zielgruppen erschließen kann. Der Livestream schafft dann doch ein bisschen Nähe zu den
zu den Zuschauerinnen. Und wenn ich dann den Livestream on demand irgendwo gespeichert habe, kann ich immer wieder super Informationen über die Künstler, Künstlerinnen, die da dabei sind, mir dort holen, ohne dass ich großartig da immer irgendwelche Programmhefte bestellen muss oder sonstiges. Und der dritte große Grund ist natürlich auch, das Video ist immer on demand abrufbar. Es ist kann auf mehrere Plattformen gespielt werden und man kann es immer wieder anschauen. Was die Elena beim Ablauf vorher schon erwähnt hat, also ihr kriegt wieder ein Skript von uns, so wie vorige Woche. Die ganzen Links, die ganzen Download-Links, die ganzen Anleitungsvideos, es gibt Beleuchtungsvideos etc. etc. sind dann alle im Anhang dabei. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit im Chat eine Frage stellen. Ihr könnt es entweder der Elena schicken, wenn ihr nicht selber die Frage stellen wollt, oder schickt es einfach in den Chat an alle, sodass wir dann gleich auf die Fragen eingehen können. Es sind im Vorfeld schon ein paar Fragen eingelangt und auf die werde ich dann später im Speziellen noch eingehen. Also ich habe da mal eine kleine Tabelle gebaut, welcher Content eignet sich für Livestream. Also prinzipiell muss man sagen, man kann natürlich alles, was man will, livestreamen. Es ist natürlich immer eine Frage des Geldes, eine Frage der Internetverbindung, der Datenübertragung, der eigenen Hardware. Und natürlich daraus resultierendes Equipment, das man dann haben muss. Also wenn man zum Beispiel Lesungen oder Vorträge, Pressekonferenzen überträgt, ist der Aufwand relativ überschaubar. Das kann man schnell mal mit einem Smartphone machen. Wenn man Rundgänge, virtuelle Führungen macht, dann wird es natürlich schon ein bisschen komplizierter. Da braucht man dann schon zum Beispiel irgendwelche 3D-Cams oder mehrere Kameras, mehrere Menschen, die dann mitarbeiten. Wenn ihr ein Wohnzimmerkonzert streamt, ja, wenn ihr ein gescheites Mischpult daheim habt und ein Handy, das alles schafft, dann ist es natürlich auch kein Problem. Ein Bühnenkonzert und eine Theateraufführung, also da geht es dann schon richtiges Geld. Das Theater lebt von Szenerie und diese Szenen, die müssen natürlich auch so umgesetzt werden, damit sie das Erlebnis nur ansatzweise erahnen lassen. Und daher braucht man sicher im Theater 3, 4, 5 Kameras, um die Übertragungen ordentlich rüberzubekommen. Sportveranstaltungen und Konferenzen und Tagungen sind natürlich sowieso spezielle Sachen. Also ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel bei Fußballübertragungen oder so, dass da 28 bis 30 Kameras im Schnitt dabei sind. Das heißt, das werden ja wir in der Kultur wahrscheinlich nicht in der Dimension mal brauchen. Schön wäre es natürlich, wenn es wer braucht und wenn er eine Veranstaltung hat, wo er so einen Aufwand hat. Also prinzipiell, auf welche Plattformen kann man streamen? Ihr kriegt diese Tabelle dann, wie gesagt, im Detail mit allen Erklärungen. Also ich habe da mal die gängigsten angeführt, also natürlich mit Facebook, mit YouTube, mit Instagram, Twitter, Twitch, LinkedIn und Vimeo. Und habe da eben bei der Tabelle angeführt, ob wie ihr im Browser streamen könnt, wie ihr in der App streamen könnt, ob ihr Drittanbieter braucht, wie es mit Zuschauern ausschaut, wie es mit Zuschauern in der App ausschaut, ob es einen Live-Chat dabei gibt, ob man Interviewgäste zuschalten kann, ob es auch nicht unbedeutend ist, ob man den Spenden-Button erlauben lassen kann, und ob man den Livestream super planen kann, beziehungsweise die Zielgruppe steuern kann, und zu guter Letzt, wie es mit der Nachhaltigkeit ausschaut, ob der Stream dann auf den Plattformen verfügbar ist. Und ja, was einmal die wichtigsten technischen Voraussetzungen seid. Also ihr braucht einmal eine zuverlässige Internetverbindung, und da empfiehlt sich, dass euer Rechner, über den der Stream läuft, natürlich via Kabel mit eurem Modem verbunden ist. Dann habe ich da zum Beispiel eine Seite gefunden, die ist speeddesk.net.de. Also
empfohlen wird mal, dass man einen Upload von mindestens 9 Megabit per Second hat. Und ihr braucht natürlich einen halbwegs leistungsstarken Rechner. Das heißt, also 8 GB sind einmal sicher Grundvoraussetzungen. 16 GB sind schon ziemlich gutes Optimum. Und wie gesagt, den Ethernet-Anschluss. Und natürlich optimal sind auch gute Grafikkarten. Was brauchen wir zum Streamen? Also um's oberflächlich mal schnell zu sagen, einmal eine Kamera, ein Smartphone, dann gibt es immer wieder die verschiedensten Beleuchtungsmöglichkeiten. Da habe ich euch dann Videos zusammengestellt, wie die optimale Beleuchtung ausschaut. Bei mir, da sehe ich gerade, dass das nicht optimal ist. Da wird es dann gleich eine Rüffe geben. Aber man muss ja auch ein bisschen die Falten kaschieren und so. Also soll das Licht nicht optimal sein. Natürlich braucht ihr Mikrofone. Ihr könnt da arbeiten mit Ansteckmikros, mit Overhead-Mikros. So wie da auf dem Bild mit dem Greenscreen, mit normalen Aufnahmemikros. Es sind da natürlich wieder alle Möglichkeiten und Budgetsituationen nach oben hin offen. Wir brauchen, wenn man live ein ordentliches Bild oder ein ordentliches Layout zusammenbringen will, dann empfiehlt sich, mit dem OBS Studio zu arbeiten. Das ist eine Software, die eine virtuelle Kamera für alle Plattformen erzeugt. In der Software können beliebig viele Szenen erstellt werden, die dann beim Mausklick und so immer eingeflogen werden kann. Also so, wie ich das jetzt mache, wenn ich zum Beispiel zur nächsten Software, die ich euch noch ans Herz legen will, schalte, das wäre Canva. Canva ist eine geniale Grafikplattform und auf Canva kann man sich wunderbar die ganzen Inserts oder Layouts oder Rahmen oder sonst irgendwas machen, den Hintergrund ausblenden. Registriert euch da. Es ist gratis. Es gibt auch eine Bezahlversion, die kostet, glaube ich, 12 Euro im Monat oder so. Und da könnt ihr, wie gesagt, die ganze Grafik und so machen. Also ja, was wir auch schon in vorige Woche eben von der Konzeption und vom Ablauf gesagt haben, es ist unheimlich wichtig, dass das Thema ordentlich gefunden ist, dass man für eventuelle Interviewsituationen sich spannende Fragen ausdenkt, dass man ein Storyboard hat, dass man das detailliert vorbereitet, desto leichter wird dann nachher die Produktion. Erstellt euch Checklisten, geht das alles im Vorfeld Punkt für Punkt durch. Wenn ihr Interviews macht, dann schickt es dem Interviewpartner vorher die Fragen, dass der sich auch super darauf vorbereiten kann vor der Produktion. Überprüft nochmal alle Einstellungen, doppelt gemoppelt hält besser und dann kann es losgehen und veröffentlicht dann den Stream auf eurer Lieblingsplattform. Und so wie ich das am Anfang schon angekündigt hat, haben wir heute ein paar wunderbare Gäste. Und die ersten, sehe ich, sind schon im Warteraum. Das ist der Konstantin Vlasic, die Laura Untner. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig geschrieben. Wenn nicht, dann verzeih mir bitte, Laura. Und der Ralf Darabosch. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich die da hereinbekomme. Hallo Konstantin, hallo Laura, seid ihr schon da? Könnt ihr mich hören? Hallo. Ja, wunderbar. Servus, Günther. Hallo Konstantin, magst du vielleicht noch dein Video aufdrehen? Ja, sehr gern. Ich hoffe, mein Internet funktioniert soweit im Gewitter, aber ja. Naja, du kommst ja aus dem Burgenland und die Burgenländer erklären heute die große Welt der Digitalisierung. So könnt ihr eigentlich auch ein Burgenländerwitz beginnen, aber. Hallo Laura, hallo Ralf. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich habe
im Vorfeld schon erwähnt, ihr habt das wunderbare Festival Grenzenlos Lesen quasi digitalisiert. Laura, du bist Literaturwissenschaftler, der Konsti ist ein Journalist und Autor, und beim Ralf Darabosch habe ich die einfache Erklärung Kameramann gefunden, was ich so nicht stehen lassen kann, glaube ich, weil ich glaube, der Ralf ist mehr als ein Kameramann. Aber bitte, wenn Sie euch kurz mal vorstellen könntet, vielleicht beginnt die Laura mal, und wenn ihr euch dann abwechselnd einmal erzählt über das Projekt, wie Sie dazu gekommen seid, beziehungsweise ja, wie Sie dazu gekommen seid, und erzählt kurz was über das Projekt. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Laura, ich bin eben Literaturwissenschaftlerin, wurde eh schon angekündigt, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, forsche eigentlich hauptsächlich zu Karl Kraus und Sappho. Und ich leite nebenbei auch eine kleine Literaturveranstaltung in Wien namens Gläserne Texte. Und das ist eigentlich auch der Ort, wo Konsti und ich uns kennengelernt haben und worüber wir dann auch in Kontakt geblieben sind. Und im Endeffekt war es dann so, dass der Konsti mich gefragt hat, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Und ich fand die Idee wahnsinnig schön, vor allem auch dieses Konzept eines grenzenlosen Festivals dann auch noch ins Digitale zu holen, fand ich sehr, sehr toll. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, Konsti, bitte. Okay. Genau, also vielleicht... Ich fange auch bei meiner Person an. Also ich bin journalistisch und literarisch tätig, und ab und zu, wenn sich was ergibt, auch noch im Kulturbereich, also im Organisieren von Veranstaltungen oder Theaterprojekten. Das mag ich irgendwie, aber es ist, ich mache es nicht ganz fulltime. Also ich bin sehr froh, wo mich Grenzenlos Lesen beziehungsweise die Verantwortlichen dort gefragt haben, ob ich mir irgendwie vorstellen könnte, mit einer kleinen Gruppe von Leuten eine Produktion zu schaffen, die als tauglicher internetbasierter Ersatz von einem Live-Festival, dass ich irgendwas herhalten kann. Und ich wollte es aber nicht alleine machen, weil ich das nie und nimmer so schaffen würde, und ich wüsste gar nicht, wie dieses Festival aussehen würde, wenn nicht noch unser Team angewachsen wäre, um eine extrem fähige Moderatorin und auch viel belesenere Frau als ich, also die Laura und der Ralf, der die ganze Technik zum einen schon hatte und zum anderen auch weiß, wie man sie einsetzt. Also das war irgendwie so ein schönes Herangehen an ein Literaturfestival, wo man sich gefragt hat, wie kann man eigentlich in einer Pandemie was machen, was einem fehlt? Also ich glaube, das war so ein bisschen die Ausgangsfrage, wie wir an das Ganze herangegangen sind. Aber dazu kommen wir dann eh noch später. Und ich lasse den Ralf, vielleicht kannst du uns als technisch Verantwortlicher mal ein bisschen was Grundsätzliches erzählen, vom Equipment her. Glaubst du, dass man durchaus sowas auch mit normalen Smartphones umsetzen kann, oder bedarfst du schon ein bisschen einem professionelleren Equipment, beziehungsweise mit welchen Kameras arbeitest du zum Beispiel? Ja, hallo, also noch kurz zu mir, ich bin der Ralf, ich bin ja Videograf, Fotograf, schneide Videos, Part-Time Grafiker und auch noch Student. Zu deiner Frage. Also ich filme mit Sony-Kameras, habe die letztes Jahr erst mir angeschafft, davor habe ich mit anderen gefilmt, und da haben wir auch für das Projekt, habe ich mir dann auch Ansteckmikros zugelegt. Das sind, was waren das? Rode, genau, Rode Wireless Mic. Die sind... denke ich mal, leistbar. Also da kriegt man zwei Ansteckmikros um 300 Euro. Das glaube ich, wenn man das mal investieren mag, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und sonst habe ich mir noch ein paar Lichter ausgeborgt. Also ich habe selber ein Licht, aber das habe ich gereicht. Deswegen habe ich mir noch von Kollegen ein zweites ausgeborgt, damit es
damit die Interviews und auch die Gespräche immer schön ausgeleuchtet sind. Aber zurück zu deiner Frage, ob man das mit iPhones oder halt allgemein mit Smartphones machen kann, kann man natürlich machen. Also man kann eigentlich mit jeder Kamera, wenn man weiß, was man damit anstellt, glaube ich, kann man genauso ein Projekt starten. Das Einzige ist halt, man muss davon ausgehen, dass die Ästhetik wahrscheinlich anders ist als die von einer Spiegelreflex oder von einer so einer Kamera, wie ich sie habe, ohne Spiegel. Genau. Okay, danke. Eine Frage an die Laura. Wie siehst du die Digitalisierung jetzt im Literaturbereich oder im Theaterbereich? Ist das eher eine Chance? Ist es ein Risiko? Wir wissen, dass ein digitales Projekt niemals ein analoges Erlebnis ersetzen wird, aber wird es in Zukunft so sein, dass da mehr auf Digitalisierung gesetzt wird? Also ich glaube ganz allgemein, dass es eigentlich immer irgendwie ein Risiko gibt und dass das nicht vom Medium unbedingt abhängig sein muss, weil es werden einfach andere Kompetenzen gefragt. Es ist eine andere Form einer Veranstaltung oder eines Formats. Also da ändert sich ganz grundsätzlich einfach was. Ich glaube aber, dass es vor allem eine Chance ist, weil ich der Meinung bin, dass gerade Streams Kulturveranstaltungen inklusiver machen können. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Geld, irgendwie man kann sich gratis einen Stream anschauen, sondern auch zum Beispiel im Hinblick auf Zeit und Ort. Also wenn man irgendwie eine Brücke zwischen Stadt und Land schlagen kann, man muss nicht in die Stadt fahren, um diese Kulturveranstaltung besuchen zu können. Oder eine Person, die gerade stillt und einfach nicht in die Oper gehen kann oder sonst wohin, kann sich trotzdem nebenbei diese Kulturveranstaltung anschauen. Also ich glaube, die große Chance ist die höhere Inklusivität. Und dazu kommt natürlich auch, dass Kulturveranstaltungen damit dokumentiert werden. Sie werden weiter verwertbar gemacht. Also Kunst und Kultur wird glaube ich, mehr geteilt und das impliziert dann meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, um den Austausch zwischen Kunst- und Kulturinstitutionen zu erweitern. Ob das in Zukunft, also wie das in Zukunft ablaufen wird, das weiß ich nicht, aber ich hoffe sehr, dass es ein hybrides Format geben wird, das sich etablieren kann. Vielleicht trauen sich dann auch Kulturveranstaltungen, wie es in den letzten Jahren immer mehr gemacht wurde, in das Veranstaltungsprogramm oder in gewisse Performances digitale Elemente einzubauen. Also ich glaube, da öffnen sich einfach nochmal ganz neue, kreative, künstlerische Welten. Das mit der Dokumentation, das haben wir ja schon angesprochen. Also das ist, also für mich ist es, glaube ich, da ein super Punkt, dass man noch viel besser recherchieren kann, wenn man zum Beispiel neue Produktionen sich anschauen will und so. Konstantin, glaubst du, dass die Digitalisierung in diesem Bereich, dass die Kultur, Literatur, das Theater ein bisschen in Richtung der jungen Leute geöffnet wird? Weil immerhin möchte ich ja sagen, du bist ja einer der Digitalpioniere des Morgenlandes. Aber das bin ich pandemiebedingt geworden. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Also das ist schon eine Entwicklung, auf die man sich halt irgendwie raufstürzen oder raufsetzen können. Ich weiß jetzt nicht, wer hier in der Runde, oder Günther, hast du diese Videos auch herumgeschickt und haben sich das Leute angesehen? Ja, das ist dann im Anschluss, gibt es dann in meinem Skript und da stehen die ganzen Links drinnen. Also okay. Wir sehen dann erst quasi nach unserem Interview, was ihr da gemacht habt quasi. Insofern, also ich glaube, es war schön zu sehen, dass man quasi junge Leute, also ich leite ja auch ein Online- und Printmedium, dass ich halt deswegen angefragt worden bin, weil ich in diesem Bereich arbeite und auch literarisch interessiert bin. Aber ich weiß nicht, ob das so lange erhalten bleiben soll oder ob das so stark auch bei uns. Ich weiß nicht, also wenn es dann nur um das geht, dass man ein paar Views bei einem Video hat oder bei einem Beitrag, da finde ich die Digitalisierung etwas fragwürdig, weil ich nicht weiß, ob das
ganz genau nachvollziehbar ist, okay, was ist ein View, wie lange hat sich diese Person das angesehen, was für Reaktionen kommt da raus, oder hat das jemand, weiß ich, schaut, während er gerade sich was gekocht hat und eh nicht aufmerksam war oder im Klo gesessen ist. Also da sind für mich so ein bisschen die Fragen, ob das alles ist, was also die groß angepriesene Digitalisierung, oder ob das hier nicht nur so ein Lechzen nach der Aufmerksamkeit von verschiedenen Leuten ist. Also das ist so, ich sehe mich in diesem Business, ich mag es teilweise, aber irgendwie, es hat ein paar Seiten, die mir gar nicht wirklich gefallen. Und ja, vielleicht sonst noch zur Konzeption dieser ganzen Reihe. Also wir haben drei Videoproduktionen gemacht, die hatten alle ein Überthema. Eines war gefilmt im Landesmuseum in Eisenstadt, da gab es eine Ausstellung zu burgenländischen Auswanderern in die USA, und wir haben in dieser Ausstellung zwei Autorinnen platziert, die Romane zu diesem Thema geschrieben haben. Das zweite war dann ein Video zu, das war eigentlich die einzige wirklich Diskussion, die im größeren Rahmen stattgefunden hat, im Schloss Deutschkreuz. Da ging es um Volksgruppenliteratur oder was auch immer man darunter verstehen mag. Und das dritte war dann eine Sendung zu junger Lyrik aus dem Burgenland oder über das Burgenland. Und ich glaube, all diese, also was diese Themen gemein haben, ist, dass sie vermutlich in der Intensität, in der wir das auch in einem Video festgehalten und produziert haben, dass das sonst nirgends passieren würde. Also wir hätten jetzt schon irgendwelche Bestseller-Autoren hernehmen können, und es wäre sich vermutlich finanziell auch ausgegangen, das zu tun. Aber damit das nur etwas beleuchtet, was eh schon jeder andere auch gemacht hat. Oder was dann eh gern der ORF oder wer auch immer in Ö1 thematisiert. Aber sich vielleicht so etwas lokalere Themen herzunehmen und die größer zu präsentieren, als sie es gewohnt sind, ich glaube, das war so der Zugang, der für uns eigentlich doch dennoch spannend gemacht hat, wie also dieses digitale Aufbereiten von etwas, das diese digitale Sphäre eigentlich nicht gewohnt ist. Ja, so, vielleicht zum Abschluss. Ralf, was hast du circa für einen Zeitaufwand mit einer so einer Folge? Also ihr habt da, der Konstantin hat schon angesprochen, ihr habt drei Gäste, eine Moderatorin dabei. Wie lange von der Vorbereitung bis zum fertigen Produkt, wie lange brauchst du da circa, und arbeitest du alleine oder arbeitest du im Team? Also bei dem Projekt habe ich alleine gefilmt, oder Konsti hat den Ton aufgenommen. Das heißt, ich habe eigentlich so eine statische Kamera gehabt, wo man sozusagen alle Gäste sieht bei der Diskussion und die Moderatorin, und eine Zweitkamera, wo man halt dann ein Close-up hat von der Person, die gerade spricht. Das macht es einfacher im Schnitt. Und wie lange wir gebraucht haben. Also ich habe eigentlich bei der Vorbereitung nicht so viel Arbeit gehabt. Ich bin einfach zum Dreh gekommen. Also wir haben schon vorher besprochen, wie das circa aussehen soll. Aber dann beim Dreh haben wir, denke ich mal, zwischen 5 und 6 Stunden gebraucht. Und dann im Schnitt, sehr lang, weil oftmals einfach die Diskussionen oder die Gespräche so lang gedauert haben und wir dann einfach viel einfach rausschneiden müssten. Und das war halt die meiste Arbeit, einfach da nicht zu viel wegzuschneiden, aber doch irgendwie das so hinzubringen, dass das Video dann nicht irgendwie 45 Minuten lang dauert. Und da haben wir meistens so zwei bis drei Nachmittage geschnitten, Konsti und ich gemeinsam. So circa jeweils immer, sagen wir mal, zwischen 3 und 5 Stunden. Okay. Ja. Und also, wenn du schon den Schnitt und so erwähnst, mit welcher Software arbeitet ihr da? Ich schneide mit Adobe Premiere Pro und die, wie heißt es, die Namen etc., die habe ich mit After Effects gemacht. Ja. Also das heißt,
Du und arbeitest Audio doch. Auch mit dem Adobe-Programm Audition. Audition. Also, mit dem arbeite ich auch bei Podcasts zum Beispiel. Also ich finde das ein schönes Programm, wo man auch, wenn man sich dann auch vielleicht ein paar Effekte dazu kauft, sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen kann. Laura, als Literaturwissenschaftlerin ist ja das Recherchieren sicher eine große Aufgabe von dir. Wie bereitest du dich gezielt auf so eine Folge vor? Wie zeitintensiv ist das? Und macht ihr euch dann irgendwelche Storyboards oder wie skizziert ihr den Ablauf, damit die Produktion dann ziemlich reibungslos ablaufen kann? Ja, also diese ganze Konzeption der Videos ist eigentlich in einem sehr intensiven Austausch mit dem Consti entstanden. Also wir haben da tatsächlich ungefähr ein, zwei Mal in der Woche, meistens so eine Stunde lang telefoniert und haben uns da überlegt, okay, was wollen wir grundsätzlich und haben eigentlich dann anhand dieser Wünsche, die wir da gerne haben, also die wir an die Folge stellen, haben wir dann die Personen recherchiert, also eben, weiß nicht, bei junger Lyrik, okay, wir wollen vielleicht wen dabei haben, der ein bisschen etablierter ist und aus dem Burgenland wie den Raoul Eisele, und wir wollen eine Person haben, die vielleicht gar nicht aus dem Burgenland ist und nur hin und wieder über das Burgenland schreibt oder überhaupt nicht über das Burgenland schreibt, was ja auch okay ist, wie Helene Preußel in dem Fall. Und im Endeffekt, es ist eine leserintensive Arbeit, wie jede literaturwissenschaftliche Arbeit. Also ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht 3 Nachmittage oder so sehr intensiv, also wirklich dann so 5, 6 Stunden oder so gelesen. Also alles, was ich im Internet finden kann über diese Personen, Interviews, Seminararbeiten oder sonstiges über die Personen und natürlich auch die Primärtexte selbst. Und die Ausarbeitung der Fragen geht dann eigentlich recht schnell voran, wenn man eh schon die Person gefühlt sehr, sehr gut kennt. Da ergeben sich dann ganz automatisch die Fragen, die dauern dann vielleicht in der dramaturgischen Konzeption dann nochmal 2 Abende mit jeweils einer Stunde oder sowas. Glaubst du, dass man dass das Festival durch eure Arbeit, durch euren Zugang neue Zielgruppen für die nächste Ausgabe erschließen kann? Oder ist das eher eine Ergänzung, wo ich das eh schon klassische Publikum, das da ist, bediene? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dass das Publikum des Grenzenlos-Lesen-Festivals grundsätzlich schon eher einen Burgenland-Bezug hat, auch wenn es nah an Wien und Niederösterreich ist, glaube ich, dass doch die Hauptzielgruppe eine burgenländische ist. Die geografische Einschränkung haben wir auf jeden Fall aufgebrochen durch das Digitale. Also da haben wir sicher viel, viel mehr Menschen erreicht, jetzt von einer geografisch vielfältigere Personengruppe, als es ein ortsgebundenes Festival könnte. Ob sich das dann im Endeffekt nächstes Jahr oder wann es das Grenzenlos-Lesen-Festival wieder geben wird, ob sich das dann niederschlagen wird, das weiß ich nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. Vielleicht dann noch ein Nachsatz. Wir haben ja auch es geschafft, dass wir ein paar mediale Kooperationen bekommen haben. Also nicht nur, dass der ORF Burgenland in Burgenland heute berichtet hat, sondern dass die ganzen Sendungen auf Okto TV und auf FS1, also ein Salzburger freier Sender, ausgestrahlt wurden. Also ich glaube, wir haben das Geografische auch dadurch aufgebrochen, dass wir dann dieses Material, das wir gemacht haben, auch anderen Sendern zur Verfügung gestellt haben, die, wo wir uns gedacht haben, das Material ist in guten Händen auch. Und falls man sich vielleicht das noch anschauen will, also ich glaube, die YouTube-Zugriffszahlen sind nicht ganz so repräsentativ, weil unser Fokus in der ganzen Arbeit eigentlich auf Facebook gelegen ist. Also ich glaube bei den auf YouTube sind es nur ein paar hundert Zugriffe pro Folge, wenn überhaupt. Und ja, also das ist so noch, falls die Links da danach dann auftauchen. Ein paar hundert Zugriffe sind ja für ein Festival, das normal so 150, 200 Besucher hat, eigentlich ein super. Also das darf man, glaube ich, nicht zu tief stapeln, da muss man die Leistung schon hoch anrechnen.
dass sich das dann doch ein paar Leute anschauen in dem Fall. Und wenn man die ganzen Plattformen zusammenrechnet und OctoTV und so, werden es wahrscheinlich einige tausend gewesen sein. Also ich frage kurz in die Runde, hat irgendjemand Fragen an die drei? Dann würde ich Sie in deiner Abschlussrunde noch fragen, was eure nächsten Projekte sind, beziehungsweise habt ihr gemeinsam wieder was vor? Gibt es irgendwas in Richtung Digitalisierung, was man sich anschauen kann? Und ich würde mit dem Ralf beginnen. Was sind deine nächsten Projekte? Was habt ihr vor? Oder was hast du alleine vor? Ja, also ich mache morgen in der Kuga in Großwarersdorf nämlich ein kroatisches Theater auf. Da kannst du uns dann gleich den Link schicken, den kann ich dann gleich ins Skript einarbeiten, dass man sich das dann auch anschauen kann, wenn es soweit ist. Also ich glaube, das kommt einfach auf die YouTube-Seite von der Kuga. Okay. Und da haben wir schon eins im April, glaube ich, gemacht oder im Mai. Und dann mache ich auch nächste Woche noch wir haben jetzt schon seit April, arbeite ich mit einer kroatischen Volkstanzgruppe zusammen, mit den Hajdenjaki. Und da, die haben ihre, dadurch, dass die Kinder nicht mehr eben Tamburica üben haben können, oder sie haben kein, also das hat nicht mehr stattfinden können, haben sie das auch digitalisiert. Und da gibt es alle zwei Wochen ein kurzes, ja, 8-minütiges Video circa für Kinder. Und da nehmen wir die nächsten Episoden am Montag auf. Und das wird einfach alle zwei Wochen gestaffelt erscheinen. Auch auf dem YouTube-Kanal, aber kann ich schicken. Ist halt eher für Kinder. Laura, wie schaut es bei dir aus? Was sind deine nächsten Projekte? Also mein Fokus liegt gerade mehr auf der Forschung und weniger auf spezifischen kulturellen Projekten, aber was auf jeden Fall ansteht, und darauf freue ich mich schon sehr, ist eine Weiterentwicklung der Literaturveranstaltung, die ich leite und vorhin eh schon angesprochen habe, die gelesenen Texte, die noch größer und professioneller werden sollen nach ihren ersten 5 erfolgreichen Jahren. Super, und zum Schluss noch unser burgenländischer Digitalpionier. Wie schaut es bei dir aus? Was steht bei dir an? Neben deinem Online-Medium bist du ja auch sonst sehr aktiv, was Projekte aller Art betrifft. Also zum einen bei dem Online-Medium sei vielleicht noch gesagt, also wir oder in diesem Volksgruppenbereich Tätige sind ja alle abhängig von der Bundeskanzleramt Volksgruppenförderung. Und also da ist schon ein bisschen die Frage, wie weit das in diesem Jahr wachsen kann oder eben nicht. Und ich bin gespannt, ob wir da auch eine Förderung bekommen in der Höhe, in der wir es angesucht haben, ungefähr in der Höhe, damit wir irgendwie redaktionell auch weiterarbeiten können in dieser Größenordnung oder darüber hinaus. Also das ist mal das eine. Wenn das nicht aufgehen sollte, dann freue ich mich, endlich wieder an meiner Masterarbeit weiterschreiben zu können. Und zum anderen, also diese, also wenn es jetzt um literarische Sachen geht, also wird es im Herbst eine Wiederaufnahme von einem Stück von mir in der Kuba geben, Freiheitslust heißt das. Und ansonsten habe ich mir letzte Woche eine Kamera angeschafft und mache dem Ralf jetzt Konkurrenz mit viel schlechteren Foto- und Videoaufnahmen. Aber das war für mich so auch noch als Abschluss von dem Projekt, dass man irgendwie statt das Geld für einen Urlaub zu verwenden, investiert man es in eine Kamera, mit der man dann, weiß nicht, so tun kann, als ob das Burgenland schon Urlaub wäre. Ja, mit der man dann auf Urlaub fährt. Nein, man kann ja im Moment eh kaum wohin fahren. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank. Ich werde alle Infos noch zusammensammeln und werde das an die Leute dann weiterschicken. Ich wünsche euch noch einen schönen, jetzt ist kein schöner Sommertag mehr, weil es gerade zu donnern und regnen begonnen hat. Aber genießt noch den Abend und vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich glaube, wir hören noch voneinander. Tschüss. Ciao. Lieber Chwala. Ciao, ciao. Ja, hello. Tschüss, danke. Ja, das waren die Mannschaft von Literaturfestival Grenzenlos Lesen, die uns da einen ganz guten Einblick gegeben haben, wie man so ein Festival quasi
digital umsetzen kann und dass man auch, so wie es jetzt ist, wenn es jetzt immer wieder, wenn es jetzt zwar besser wird, dass es wieder Veranstaltungen gibt, aber bis dahin kann man sich eben das Ganze noch anschauen, die Links und die Videos, die schicke ich euch. Kommen wir zurück. Kommen wir zurück zum Streamen. Was brauchen wir? Ich habe die Equipments in drei Kategorien eingeteilt. Also ich habe als erstes mal das einfache Equipment genommen, wenn Sie zum Beispiel wenn Sie eine Lesung aufzeichnen, wenn Sie eine Pressekonferenz macht, wenn Sie ein Konzert mit einer Gitarre oder mit einer Sängerin, einer Musikerin oder irgendwas macht. Das kann man natürlich mit dem Smartphone machen, das immer das Beste ist, wenn es in der Nähe des WLAN-Routers steht. Wie ich vorher schon gesagt habe, optimal ist es nicht, mit dem WLAN zu streamen, aber die ganzen Plattformen wie Facebook und YouTube, die lassen das durchaus zu. Gut ist immer, wenn ihr von den Stativen her gut ausgestattet seid, also lieber eins mehr kaufen, dass man dann irgendwo flexibel hinhängen kann. Und was der Ralf vorher schon erwähnt hat, externes Mikrofon ist immer das Beste. Es gibt diese Ansteckmikrofone von zum Beispiel das Rode Wireless Go. Das kostet ca. 200, zwischen 150 und 200. Und da gibt es natürlich 100.000 Möglichkeiten von Mikrofonen. Und natürlich ein bisschen Beleuchtung wird man immer brauchen. Also ihr seht ja, es gibt diese einfachen Ringlichter, was ihr da immer seht. Oder es gibt so ganz kleine LED-Panels, die man verwenden kann. Die haben so einen Kostenpunkt von 30 bis 40 Euro. Das heißt, ein einfaches Streaming-Equipment exklusiv dem Handy wird man sich schon um 300, 400 Euro bekommen. Es geht dann weiter zum semi-professionellen Equipment. Das seht ihr da schon auf den Bildern, dass da bei der Beleuchtung mit einem Kopflicht gearbeitet wird und den zwei Softboxen, die jeweils von links und rechts die jeweilige Person dann ausleuchten, dass da mit einem Greenscreen gearbeitet wird, dass da zum Beispiel auf Gimbal gelagerte Kamera oder Smartphones sind. Ja, dann natürlich wieder das externe Mikrofon, das ich schon erwähnt habe. Ihr bekommt einen günstigen Greenscreen schon weit unter 100 Euro. Ihr müsst aber aufpassen, das werde ich euch nachher noch zeigen, dass es nicht so ist wie bei mir. Ich habe mir das Billigste vom Billigsten gekauft und der Greenscreen sollte halt schön glatt sein, damit ihr gescheite Hintergründe im Hintergrund immer einblenden könnt und der sollte keine Falten werfen oder sonst irgendwas. Ich zeige euch dann, was passiert, wenn das so ist. Der dritte Equipment-Teil ist das professionelle Equipment. Also wenn man da jetzt zum Beispiel mehrere Kameras dabei hat, wenn man mehrere Gäste hat, wenn man mehrere Szenen da machen will. Also auf alle Fälle ein leistungsstarker Computer, der HDMI-Signale umwandeln kann. Also mit Capture Card, Kameras, jede Menge. Eine wirklich perfekte Streaming-Cam gibt es so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Ich habe da bei den Stativen die billigsten Manfrotto, gibt es ab 200, wieder die Ansteckmikrofone, Overhead-Mikros etc. Von der Beleuchtung her arbeiten die mit Softboxen, LED-Panels. Es gibt Sets ab 200 Euro, aber da wird es bei einer professionellen Übertragung wahrscheinlich dann nicht glücklich sein. Da wird man schon ein bisschen mehr Geld investieren müssen. Der Greenscreen, also ein Audio-Mischpult ist dann, wenn man mehrere Mikros und so zusammenmischt, immer von Vorteil. Und hier abgebildet ist ein Live-Produktionsmischer, zum Beispiel das ist der Blackmagic Atom Mini oder der Blackmagic Atom Mini Pro, die gibt es so zwischen 300 und 500 Euro. Und die haben aber auch schon hinten, glaube ich, der Mini hat, glaube ich, 4 HDMI-Eingänge. Das heißt, da kann man schon vier Kameras super anstecken. Von der Gesamtinvestition von einem halbwegs professionellen Streaming-Studio will ich mal so ab 10.000 Euro sagen. Und es ist halt immer wieder vom Vorteil und nicht so, wie wir das da manchmal machen, dass ich immer allein arbeite. Es ist immer von Vorteil, wenn Sie da zwei, drei Leute habt, die mit euch arbeiten und die das mit euch gemeinsam umsetzen.
Was beim Streamen der wichtigste Punkt ist, ist natürlich die rechtliche Situation. Und da habe ich im Vorfeld schon eine Frage bekommen, wie das zum Beispiel ist, wenn man Musik auf Twitch verwendet. Also vorweg möchte ich mal Folgendes sagen. Befinden sich Menschen im Bild, dann muss man unbedingt eine Einverständniserklärung einholen, wenn es dann live ist und wenn es halt dann auf den diversen Plattformen steht. Ist ein Kunstwerk oder irgendein anderes Objekt zu sehen, das ein Künstler, eine Künstlerin erschaffen haben, dann unbedingt die Freigabe der Urheber einholen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn ihr wo in einem fremden Haus seid, auf einem fremden Grundstück, irgendwo auf einem Ort, wo ihr nicht der Eigentümer seid, dann ist es immer, immer ratsam, eine Drehgenehmigung zu haben, weil das kann sonst immer ein bisschen problematisch werden und es gibt da unterschiedlichste Aussagen, aber die Strafen können da empfindlich sein und können in einige tausend Euro gehen. Wird Musik gespielt? Also es gibt natürlich jede Menge rechtefreie Musik. Das gilt auch für Twitch. Es gibt eigene Plattformen, die rechtefreie Musik für Twitch anbieten. Und man muss halt immer schauen, dass die Hintergrundmusik ein unwesentliches Beiwerk ist. Das heißt, wenn es wirklich nur im Hintergrund läuft und da eben rechtefrei ist, dann gibt es da keine Probleme. Es gibt diese große Diskussion der Rundfunklizenzen. Also ich habe da, es gibt in Österreich keine klare Definition, wann man eine Rundfunklizenz brauchen würde, aber es gibt da von mehreren deutschen Behörden eine Empfehlung, die sagt, dass bei folgenden Faktoren, die eine Rundfunklizenz benötigt wird, also erstens einmal, wenn es linear und live ist, zweitens, wenn es von mehr als 500 UserInnen gesehen werden kann, wenn es eine klare relationelle Gestaltung gibt und wenn es eine regelmäßige Verbreitung der Sendung gibt. Da gibt es natürlich in Österreich die, mit der jeder schon zu tun gehabt hat, negativ wie positiv, die AKM. Und sicherheitshalber schaut euch den AKM-Lizenzshop an. Der AKM-Lizenzshop hat da so eine kleine Berechnungsgrundlage und das sagt euch dann ganz genau, wenn sie einen Stream macht, der zum Beispiel ein paar hundert Zuschauer hat und wenn das regelmäßig ist, ob ihr dafür bezahlen müsst, oder wie viel ihr bezahlen müsst und welche weiteren Lizenzen das ihr braucht. Wichtig ist auch, wenn sie Musik verwendet, die nicht euch gehört und ihr habt da keine AKM bezahlt oder irgendwas, dann ist es so, dass bei den On-Demand-Videos auf den anderen Plattformen die Musik ganz, ganz schnell entfernt werden kann. Also es ist dann auch nicht optimal, wenn ihr ein super Streaming-Video macht mit perfekter Hintergrundmusik und allem und da fehlt dann die Hälfte zum Beispiel auf YouTube oder Facebook. Also prinzipiell gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich da eigene Medienserver und so zusammenbasteln kann mit einer eigenen Homepage, aber ich glaube, das wird dann für die relativ, sage ich mal, kleinen Sachen, die wir machen, fast unfinanzierbar, es wird dann relativ teuer. Also ich glaube, dass man da für die Livestreams ganz gut die Plattformen wie YouTube etc. Verwenden kann. Ja, und was auch noch ganz interessant ist und was die Rundfunklizenz betrifft, also ich habe da mehrere Interviews gelesen und ich bekomme nächste Woche noch ein genaues Konvolut der RTR, dass wenn zum Beispiel mit dem Livestream Geld verdient wird, dass sie da ganz genau drauf schauen und das dann überprüfen, ob man quasi dafür eine Lizenz braucht oder ob man eben keine Lizenz braucht. Also der Marketing-Schwerpunkt wird da überprüft. Es gibt eine Studie der RTR, wo sie die 100 größten österreichischen Streamer, die in erster Linie im Gaming unterwegs sind, quasi befragt haben, wie viel davon von ihrem Livestream leben können. Und da haben sie definiert, dass es ungefähr 10 sind. Und die RTR hat irgendwie da eine Definition gefunden, dass eine Lizenz beantragt werden muss, wenn man quasi davon leben kann. Aber das wird jetzt aufgrund der wenigen Leute, die in Österreich sind, nicht so indiziert. Und es wird auch nicht klassisch
da große Strafen geben. Die Strafen können ganz, ganz empfindlich sein. Also die können bei 4.000 Euro beginnen und die richten sich dann halt nach der Reichweite von dem Ganzen. Ja, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, Streamen ist keine Wissenschaft und kann mit jeden einfachsten Mitteln durchgeführt werden. Die wichtigste Grundregel, einfach machen und ausprobieren. Und ja, man kann nur den Stream sehen, der auch produziert wird. Das ist eine ganz eine einfache, nennen wir es mal digitale Bauernregel. Streams, die nicht produziert werden, die können nicht gesehen werden. Also wir haben auch mal ganz am Anfang, wie das auf den ganzen Kanälen aufgekommen ist, haben wir oft einmal dumm probiert und haben da wirklich, wirklich schwere Niederlagen erlitten, weil man den Ton nicht gehört hat, weil die Hälfte nicht funktioniert hat, weil ich weiß nicht, was uns da alles rausgeschnitten wurde, aber wir sind einfach weiter dran geblieben und haben dann bis zum Schluss schon ganz, ganz gute Ergebnisse erzielt. Ja, dann würde ich mal in die Runde fragen, gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe da eine sehr gute Anregung bekommen vorher von der Andrea Perfler. Canva bietet auch Pro-Versionen gratis für Non-Profits an. Das habe ich nicht gewusst, aber das finde ich sensationell, weil Canva hat halt den wirklichen Riesenvorteil, dass es für den Bereich von sage ich mal, semi-professionellen Geschichten wirklich, wirklich gut das Spektrum der Adobe Creative Suite abdecken können. Das heißt, es wird nie ein Photoshop oder ein Illustrator ersetzt, aber das, was ihr braucht, könnt ihr da super machen. Ich habe jetzt noch eine Frage bekommen, die werde ich nachher beantworten, denn der Sebastian Braun ist ja schon da. Und ich werde den mal da reinlassen. Jetzt ist er verschwunden. Hallo Sebastian, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Kannst du deine Kamera aufdrehen? Ich kann das Video jetzt starten. Ja, ausgezeichnet. Hi. Wunderbar. Hallo Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Die Einladung. Digital, obwohl wir nur keine 50 Meter auseinander sind. Ich bin schon so gewohnt. Ich mag gar nicht mehr rausgehen. Ne? Ich bleibe zu Hause. Ich habe da in der Einleitung geschrieben, dass du mit deinen Filmen immer wieder für Aufsehen sorgst, dass zuletzt eine Verabredung im Herbst auf der Diagonale in Graz gelaufen ist, dass du die Diagonale heuer sehr geprägt hast mit der Eröffnungsgala und mit der Schlussgala. Und was für uns ganz wichtig ist, 2020 hast du eine Virtual Reality Produktion gemacht oder Inside Leutnant Gustl. Vielleicht stellst du dich kurz selber mal vor und erzählst uns, wie es zu der Produktion mit der Virtual Reality gekommen ist. Ja, es gab damals im Zuge von diesem künstlerischen Forschungsprojekt Peak einen Call, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wo ich mit einer befreundeten Dramaturgin schon öfter und mehr darüber nachgedacht habe. Und es ging darum zu sehen, nicht immer quasi so, wir sind ja vom Theater ausgegangen, wie wäre das Ganze nicht als Medium, sondern einfach auch als Ort, weil jedes Medium ja auch irgendwie so eine Art von Verortung oder lokale Entität darstellt, sozusagen nicht absichtlich mit der Medialität bedingten neuen Zugängen zu bespielen, sondern absichtlich zu versuchen, etwas zu nehmen, was jetzt schon etabliert ist, und das dann an dem Ort zu spielen. Und da ist schnell aufgefallen, dass es eine sehr große Parallelität eigentlich gab zu dem,
zwischen Virtual Reality und so, wie sich Theater damals einfach dargestellt hat und wie sich Theater sozusagen darstellt. Ne? Also da war das noch nicht so leicht zu machen, dass man in einem Raum zum Beispiel herumgeht, deswegen, weil auch diese Motion Sickness entstanden ist sehr stark und die Brillen waren noch nicht so gut und deswegen war irgendwie die Idee, wie wäre das, wenn man an einem Ort sitzt und rundherum spielt sich etwas ab und es ist eine dramatische Handlung, der man gerne folgt und es gibt auch irgendwie so quasi mehr oder weniger irgendwelche Erlebnisse, das ändert sich alles und wenn man sich das dann so aufzählt, was konnte damals Virtual Reality, dann ist man schnell zu dem Punkt gekommen, das gibt's schon. Es heißt Theater. Und deswegen war dann die Idee, dass wir einfach probieren, ein Stück zu nehmen und dann sozusagen in dem Raum, den die Virtual Reality damals technisch angeboten hat, sozusagen zu inszenieren und zu schauen, wo sind die Verschränkungen und wie kann man das positiv füreinander nutzen. Also sprich auch, wie kann man damit vielleicht eine Art von Access oder demokratischeren Zugang herstellen, indem zum Beispiel Leute sich Stücke ansehen können, die nicht in andere Städte reisen können, um sich dann dort sozusagen Theaterstücke anzusehen, weil das Theater ja auch immer an den Ort gebunden ist. Und wie kann man sozusagen auch das Ganze für den Unterricht oder auch für das Erlebnis von Theater in Schulen, die jetzt nicht in urbanen Ballungsräumen sind, sozusagen nutzbar machen. Also kurz gesagt, wie kann man in eher entlegenen Regionen, auch in Österreich, im ländlichen Raum, eine Art von Theatererfahrung hinbringen, die dem entspricht, wie das Theater zum Beispiel jetzt in der Stadt sich laufend selbst diskutiert und weiterentwickelt und sozusagen ein bisschen da kulturelle Überschreitungen herstellen. Punkt. Hast du bei der Produktion mit speziellem Equipment gearbeitet? Oder? Naja, also jein, eigentlich nicht. Es hat sich für uns schnell dargestellt, dass das der Effekt, den wir herstellen wollten, sozusagen sich mit dem damals zur Verfügung stehenden Mitteln so nicht abbilden hat lassen. Wir wollten sozusagen schon eine sogenannte 6DOF Experience haben, also dass man sitzt in einem Stuhl und wenn man sich bewegt und so, also sollte jetzt nicht ein 360-Grad-Film sein, wo ja der Kopf so angenagelt ist auf die Position, wo die Kamera ist und egal, ob man sich so hinsetzt oder so, bleibt man immer quasi genau dort, wo die Aufnahmeposition war, sondern wir wollten ja, dass man in diesem Theaterraum wirklich auch wie im Theater sitzt, also wenn ich mich hinlümmel oder meine im Sitzen bleibend meine Perspektive ändere, mich vorlehne oder zurückgehe, dass ich sozusagen in dem Raum wirklich drinnen bin. Und deswegen haben wir dann das Ganze sozusagen real aufgenommen, das Spiel, und haben es dann aber auf einer virtuellen Bühne, wo das Bühnenbild die Künstlerin Deborah Sengel für uns gezeichnet hat, sozusagen, eigentlich waren es so Entwurfszeichnungen, dann dort hineingesetzt. Also es war so eine Mischung aus beiden. Aber das lag auch daran, dass damals das Ganze noch nicht so standardisiert war und wir einfach auch auf dem Weg dorthin, was wir abbilden wollten, selber viel erfunden haben. Aber das war auch sozusagen Teil der Inszenierung. Das ist auch ein bisschen DIY sozusagen. Also wenn es keine Regeln gibt, macht man selber welche im besten Fall. Du hast mir mal erzählt, dass es problematisch ist, länger als wie 25 Minuten mit einer Feuerbrille zu arbeiten. Also wie? Ja, das ging aber auch darum, wie das damals sich dargestellt hat. Also die Auflösung war noch nicht so gut und es gab noch nicht so eine genaue Möglichkeit, das gab ja wieder Glitches sozusagen, die dann irritierend sind. Ich glaube, ich würde das so jetzt nicht mehr sagen und auch nicht mehr unterschreiben, diese Aussage, einfach aus dem simplen Grund, weil ich glaube, erstens einmal kann man sicher auch eine Inszenierung so gestalten, dass sie auch Ruhephasen hat, die absichtlich mit Entspannung arbeiten, wo man zum Beispiel einfach das Bild wegnimmt und Wahlgesänge einspielt, bis die Leute sich quasi wieder zentriert haben. Also es ist ja, glaube ich, es ist vieles eine Frage der Inszenierung. Ja? Es ist wie eine Hochschaubahnfahrt. Dauernd 13 mal 1000 mal den Looping geht nicht. Aber auch bei einer Hochschaubahnfahrt gibt es eine eigene Dramaturgie. Da geht es rauf, dann geht es runter, dann glaubt man kurz, man ist safe und dann holt es einen wieder voll ab. Und ich glaube, so quasi mehr oder weniger, wie man auch einen Abend gestaltet, das liegt halt dann sehr stark an der performativen Kraft und inszenatorischen Kraft oder Fähigkeit der Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Thema annehmen und das gestalten. Ich glaube, man könnte auch durchaus eine
Virtual Reality Experience, eine VR Experience gestalten, die 8 Stunden dauert, die erträglich ist, sozusagen auch physisch erträglich, wenn man Rücksicht nimmt, dass man Pausen einbaut und. Ich glaube, damals war das Schwierigste am Stück, diese Brille so lange auf, es ist schwer und das Bild ist so nah und die Auflösung war noch nicht gut. Also das war unser rausgestoppter Mittelwert sozusagen. Du hast ja jetzt die Eröffnungs- und die Schlussskala der Diagonale in Graz gemacht. Ich glaube, bei der Eröffnungsskala waren ein paar Leute dabei und bei der Schlussskala war ja, glaube ich, gar keiner mehr im Auditorium, was ich gesehen habe. Was ist da die große Herausforderung für dich, quasi ein Stream zu produzieren, der ins Leere geht, wo man nicht gleich direkte Reaktionen hat und so? Also wie hast du das empfunden und wie siehst du das für die Zukunft? Also ich glaube, dass das Gute ist, dass wir schon sehr stark profitiert haben von den auch jetzt aus der Pandemie herauskommend oder noch mittendrin sein, muss man eher realistisch sagen, von der auch sehr aufgeheizten und volatilen Stimmung, die wir erlebt haben, die möglich ist in sozialen Medien. Und die geben dann schon so ein relativ starkes oder gutes Gefühl dafür, was möglich wäre. Und das reicht eigentlich, wenn man sich das bewusst macht, bevor man etwas tut, schon, um ein virtuelles Publikum zu visualisieren sozusagen. Also, dass das natürlich für Leute, die Filme machen und gewohnt sind, filmisch zu arbeiten, sowieso kein Problem ist, weil ja eigentlich das Publikum immer nicht nur räumlich, sondern zeitlich getrennt weit weg existiert. Also der Film wird im August gedreht und kommt dann im September in die Kinos im Folgejahr erst. Ist ja nichts anderes als ein Beispiel dafür. Das heißt, unser Draht nach draußen war ja sogar relativ direkt. Und dieser Pseudo-Live-Gedanke, der dem Streaming innewohnt, also ist ja auch die Frage, wie ist es jetzt gerade für uns beide, wo wir hier in diesem Interaktionsfeld sind und es sind andere Leute dabei, die uns beobachten oder nicht. Ich weiß nicht, wer das ist und so weiter und so fort. Ich glaube, die größte Herausforderung ist eher nicht so sehr darüber nachzudenken, sozusagen, das klingt jetzt vielleicht komisch, was die Leute sehen wollen, weil niemand hat eine Ahnung, wer die Leute sind, sondern gerade auch bei sowas ganz massiv davon auszugehen, aber ehrlich und nicht arrogant und geschissen, und Entschuldigung, excuse my French, was ich selber gern sehen würde. Und sozusagen mich mit dem Team, mit dem ich gerade arbeiten kann und mit den wenigen Leuten, die da sind, auch zugleich Publikum, also Sender- und Empfängerspiel zu spielen, während man es macht, um real dort zu bleiben, was eigentlich interessant ist vielleicht. Und ich meine, glaube ich, also da muss schon sehr viel schieflaufen, dass wenn jemand selbst über etwas lacht, dass das alle anderen daneben finden. Also dann hat man sowieso ein Problem. Ja? Also, wobei das auch eine große Unterhaltungswert haben kann. Ja? Es gibt ja auch viele Beispiele dafür, aber das ist, sagen wir mal, eher nicht so positiv. Ja. Die werden dann in der zweiten Reihe dann satirisch und zynisch verarbeitet. Ja. Ich habe vorher unseren Gästen die Frage gestellt, Digitalisierung im Kulturbereich, Chance, Risiko oder wie siehst du das? Du, da kann ich jetzt viel dazu sagen, das sprengt definitiv den Rahmen. Ich glaube, Digitalisierung im Kulturbereich ist schon ein Paradoxon, weil der Kulturbereich ist sowieso immer alles, was ist. Also er macht ja eh automatisch mit. Ich meine, seit wir Computerspiele auf Disketten draufbringen oder uns gegenseitig bei SoulSeek die neuesten verschollenen Hits von Marvin Gaye geschickt haben, digitalisiert sich der Kulturbereich ja eh schon ganz massiv. Und das ist halt jetzt eher, finde ich, gar nicht mehr eine Frage, die sich jetzt stellt, die den Kulturbereich betrifft, sondern was jetzt eigentlich gemeint ist, ist Monetarisierung des digitalen Kulturbereichs wie? Mehr als wie digitalisieren wir uns? Ja? Weil ich glaube, dass einfach alles, was wir machen, sehr stark von Interaktion lebt und dass es immer irgendeine Art von Transport geben muss, dass die jetzt halt im Moment sehr einseitig ist oder so ein bisschen einbahnstraßenmäßig ist, weil wir halt Wohnzimmerkonzerte spielen, die wir dann streamen, aber uns fehlt irgendwie, dass die Leute da sind und wenn wir sie streamen mit Publikum, dann trotzdem ist immer zwischen uns ein Filter. Wenn das Digitalisierung des Kulturbereichs sein soll, dann ist das einfach viel zu wenig
weit gedacht. Ich glaube, Digitalisierung des Kulturbereichs sollte vielmehr eine philosophische als eine technisch-pragmatische Frage sein, wenn wir sie überhaupt besprechen. Weil was ist Kulturbereich? Kultur ist sowieso alles das, was uns zusammenhält. Es gibt jetzt auch keine Branche oder was auch immer. Es gibt das, das einfach so zu sortieren und irgendwo hinzutun und zu sagen, dass jetzt gibt es endlich wieder Kultur. Es gibt nicht endlich wieder Kultur. Es gab die ganze Zeit Kultur, nur sie ist nicht so behandelt worden, wie sie behandelt werden sollte, weil sie ist das Einzige, was uns auf Dauer retten wird. Weil wenn es keine Kultur mehr gibt, dann gibt es kein Zusammenleben mehr. Und deswegen sehe ich die große Chance in der Digitalisierung des Kulturbereichs als Schlagwort, dass die Politik sich jetzt wieder mehr mit Kultur auseinandersetzen muss. Was wir Einzelne tun können, außer bei Thomann uns Podcast-Mikrofone zu kaufen oder vielleicht ein neues Licht, damit wir dann beim Streaming ein bisschen besser ausschauen, fällt mir schwer zu sagen, weil ich glaube, dass das auch eine Frage ist, wie sehr benutzt man die Digitalisierung, um Kultur zu schaffen und nicht wie sehr schafft man Kultur, die danach digital verbreitet werden kann. Wenn klar ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also eher, ja? Es geht ja bei unseren Kulturorganisationen eher um, sage ich mal, kleinere Geschichten, aber es ist immer wieder super, wenn uns die Profis da ein bisschen erklären, wie die Realität dann ausschaut. Wie schaut es mit deinen nächsten Projekten aus? Dein Film, dein neuer Film, der auf der Diagonale präsentiert wurde, der läuft ja jetzt dann im Kino an oder ist das jetzt schon möglich? Ja, also das ist halt so eine Sache. Das hat sich schon gezeigt, dass es gewisse mediale Formen gibt, wo man sich einfach wirklich die Frage stellen muss, wenn man den Luxus hat, also wenn man entweder so pleite ist oder so reich, dazwischen gibt es nichts, wo man sich selber aussuchen kann, ob sich es wirklich auszahlt, meiner Meinung nach, ob man jetzt sofort raus muss oder nicht. Weil es ist sowohl für die Künstlerin als auch für den Künstler, aber auch für den Veranstalter, für die Vereinsentität oder wer auch immer drin steckt, kann schon extrem, eigentlich leider im zweiten Rang beschädigend sein, wenn du so einen Gig zum Beispiel hast, der nur vor einem halben Haus stattfinden kann. Mhm. Weil irgendwie hat man weder die Möglichkeit, materiell umzudrehen, was man eigentlich braucht, noch auf der anderen Seite sozusagen wenigstens diese Art von Feedback und Interaktion von dem beteiligten Publikum und Künstlern und Künstlerinnen, was eigentlich notwendig wäre, damit zumindest das auch ein bisschen was herstellt bei denen, die es machen. Also ich bin da sehr ambivalent. Ich glaube, so große subventionierte Tanker, ja, von mir aus, da ist Hauptsache, es ist wieder irgendwas los. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob da nicht noch mehr jetzt eben über, weiß nicht, was geht halt Open Air oder was auch immer sonst irgendwie nachgedacht werden kann, um das möglichst zu umgehen, dass man diese ganzen rigiden Regelungen hat, weil ich glaube, dass da jetzt nach der ersten Sensation, es geht wieder, eher schwierig war. Und so diese Überlegungen habe ich natürlich auch, wenn jetzt darüber nachdenken, unseren Film in die Kinos zu bringen. Es war toll, bei der Diagonale zu sein, aber ein halbvolles Kino ist einfach ein halbvolles Kino. Und bei einer Premiere ein halbvolles Kino zu haben, auch wenn es eher ein volles war, aber der Raum ist nur halb voll. Es ist super gewesen, dass es gab, aber irgendwie hat es sich auch ein bisschen, das sage ich ganz ehrlich, enttäuschenderweise ein bisschen so auch angefühlt, als würden wir da den Film jetzt sozusagen ein bisschen verschwenden. Ja? Mhm. Also es, natürlich machen wir mit, weil man darf jetzt nicht nur denen, die total safe sind, sozusagen diesen Space überlassen, aber ich glaube, das wird noch eine interessante Diskussion sein. Und ich glaube, dass gerade da kleinere Initiativen oder Leute, die auf einem kleineren Rahmen operieren, jetzt im Moment mehr Chancen haben, seltsamerweise wiederum, wenn sie sich dem stellen und vielleicht auch kreativ damit umgehen, weil die natürlich schneller reagieren können. Da waren wir dann schon bei so einem Riesending wie ein Kinofilm und in die Kinos ein bisschen eine Nummer zu groß. Und deswegen möchte ich auch den Herbst abwarten, weil ich bin nicht so überzeugt, dass der Herbst dann so laufen wird, wie jetzt sich der Sommer gerade ankündigt, sage ich ganz ehrlich. Ja, da bin ich sehr gespannt, leider. Ja. Ich stelle eine Frage in die Runde. Hat irgendwer Fragen an den Sebastian? Sonst darf ich dich noch fragen, was deine nächsten Projekte sind. Hast du einen Film in der Pipeline? Hast du irgendwas geplant? Ja, ich mehreres. Also unabhängig davon, dass es noch immer im Raum steht, dass man nicht einmal ein Theaterstück machen kann. You know what I mean.
Ist es so, dass es jetzt, es gibt, es ist ein neuer Filmstoff zu mir gekommen, der nicht uninteressant ist und ich, der Niederösterreich spielt und das ist eine sehr interessante Gegend, wenn man will, ja, kommt da teilweise her. Wo man sagt, too close to home ist vielleicht manchmal auch ganz gut. Und ja, ich glaube, sonst muss ich einfach mal anschauen, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Das ist jetzt eine sehr offene Situation. Ich kenne viele Leute und ich gehöre selber auch dazu, die sozusagen jetzt auch in dem künstlerischen Tun das Ende ihrer Möglichkeiten erreicht haben, wie lang es noch weitergehen kann, jetzt so das sozusagen mehr oder weniger auf einem relativ hobbyartigen Niveau zu betreiben. Das betrifft jetzt aber nicht nur Einzelne, die sich entschieden haben, sondern es betrifft aufgrund der Krise und der freien Szene, die total unter Druck geraten ist, ja jetzt mittlerweile irrsinnig viele Leute. Und ich glaube, dass die nächsten Engagements eher da, ich sage mal zwangsläufig, weil wir Teil von dem allen sind, für uns alle eher kulturpolitisch auch sein werden. Wage ich mal zu behaupten. Also das heißt, sehr aktiv an dieser Diskussion teilzunehmen und zu fragen, welche Art von Kunst und Kultur will sich eine Gesellschaft oder Gemeinschaft auf Gebietskörperschaft zum Beispiel wie Stadt Wien oder so leisten und in welchem Umfang? Und wie entscheiden Sie, was erhaltenswert ist und was man halt einfach nicht braucht, wo man vielleicht sogar froh ist, dass sich das jetzt von selber löst, das Problem, unter Anführungszeichen, hart gesprochen. Also das, glaube ich, sind die Projekte. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Du hast uns einen sehr schönen Einblick gegeben. Hey, aber Günther, wenn sich noch irgendwelche Fragen ergeben sollten oder so, nur weil ich jetzt... Ja, ich werde es per E-Mail an dich weiterleiten. Und genau, voll. Ich bin für wirklich für alles immer offen und zu haben und beantworte das gern. Also auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Also nur einmal in die Runde gesprochen. Ja? Dann danke ich dir recht herzlich und wünsche dir noch einen schönen Regenabend in Wien. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Ja. Tschüss, Sebastian. Ciao, danke für alles. Baba. Ja, das war der Sebastian. Danke dafür. Ich habe da noch eine Frage bekommen. Gibt es empfehlenswerte Schritt-für-Schritt-Videos, die gut die Benutzung von OBS zeigen, zum Beispiel Szenenwechsel-Audio-Mixing? Ja, die Videos, die lege ich, die gebe ich, die Links gebe ich euch natürlich. Weil ich habe gestern auch bei einer Veranstaltung und einer Produktion gesehen, dass das OBS-Studio wirklich, wirklich fantastisch eingesetzt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Grundbegriffe habe ich in ganz weniger Zeit selber gelernt. Und was wirklich da leiwand ist, man kann da in kürzester Zeit wirklich tolle Sachen machen. Man kann eben, wie gesagt, vorher schon die Szenen super wechseln. Man kann sein Video ausblenden, man kann es einblenden, man kann seinen Hintergrund ausblenden, kann den Hintergrund einblenden. Also man kann verschiedenste Übergänge machen. Also man kann das Ganze überblenden, man kann zu schwarz übergehen, man kann wirklich alles machen. Und es schaut alles ein bisschen kompliziert aus, aber de facto werdet ihr dann sehen, wenn ihr euch die Videos anschaut, beziehungsweise wenn ich euch noch ein paar Fragen beantworten soll, dann bitte gern, stellt sie an mich, stellt sie an den Sebastian, stellt sie an den Konstantin, die Laura oder den Ralf. Ich werde das weiterleiten. Wir werden versuchen, das so schnell wie möglich zu bearbeiten. Ich blende euch hier noch meine Telefonnummer ein, meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mich gern jederzeit kontaktieren. Und ja, dann sage ich recht, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr die jetzt stellen. Wenn nicht, lasst euch Zeit, überlegt euch, dass ihr kriegt ein Skript geliefert. Ihr könnt euch die ganzen Videos dann anschauen und ich hoffe, dass, wie schon beim letzten Mal, unser Webinar ein Anstoß war, dass es ganz viele neue Streamer in den nächsten Wochen und Monaten gibt. Vielen Dank und ich darf die Elena bitten, die Schlussworte zu sprechen.
Ja, auch von meiner Seite, von der IG KIK, nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Das waren Laura Untner, Konstantin Vlasig und Ralf Darabosch vom Team Grenzenlos Lesen, das Literaturfestival, das 2021 heuer zum ersten Mal digital aufgeführt wurde, und Sebastian Brauneis, der auch schon ein bisschen vorgegriffen hat, nämlich unserer Podiumsdiskussion. Das wird die letzte Veranstaltung unserer Reihe Kulturinitiativen im digitalen Raum sein. Dort wollen wir nämlich genau der Frage nachgehen, wie weit Kultur überhaupt digitalisiert werden kann, wie viel Digitalisierung überhaupt verträgt. Also uns auch ein bisschen auf das Philosophische einlassen. Die nächste Veranstaltung wird das dritte Webinar sein mit dem Thema Digitalisierung im Fokus. Dort zeigen wir Best-Practice-Beispiele von digitalen Kulturproduktionen, die auch letztes Jahr präsentiert wurden. Dann bleibt mir auch noch einmal mich herzlich zu bedanken, auch bei Günter Schütter, unserem Kooperationspartner von der IG Kultur, der uns heute auch wunderbar einen Überblick gegeben hat darin, wie wir den Einstieg in Streaming schaffen, was Kulturinitiativen brauchen. Ja, wie gesagt, noch einmal alle Informationen, alle Unterlagen vor allem erhaltet ihr im Nachhinein per Mail. Es wird aber etwa 2 Wochen dauern. Dann schalten wir auch das Video auf unseren IG KIK YouTube-Kanal. Alle Infos zu den Veranstaltungen, die ich jetzt erwähnt habe, die noch kommen im Rahmen unserer Reihe, aber auch zu den Ausschreibungen der Fördermaßnahmen für die digitalen Vorhaben, findet ihr alle auf igkik.at. Tutti documenti sa dogotec poste prielipo e posti per il plisno dvech tetnich. Use informazie so na voglio na nasnim spletnim mesto igkik.at. Hvala lepa sa vaš čas in lep večer. Vielen Dank für eure Zeit und schönen Abend. Adio.